Meine lieben Freunde, es ist soweit. Heute gibt's wieder ein Dota Guide. Nicht in Reinform, das wäre super bad. Wir beschäftigen uns heute mit Rattletrap. Ja, oder Clockwork, wie ihr ihn halt kennt. Rattletrap war, glaube ich, so sein Name in Dota 1 gewesen. Jetzt denkt ihr euch natürlich, das ist ja ein Offliner. Warum macht denn der jetzt einen Offliner? Er hat doch gesagt, er macht erstmal nur die Supports und so. Ja, also Rattletrap, also beziehungsweise Clockwork, ist auch ein Hero, den ich schon des Öfteren gespielt habe und mich auch ein bisschen mit ihm auskenne. Und auf besonderen Wunsch gibt es deswegen jetzt erstmal einen Clockwork-Guide. Und wir machen das so wie sonst auch immer. Ich glaube, dieses Schema F, was ich mir da jetzt so zusammengereimt habe, das ist ganz okay so. Wir fangen natürlich erstmal wieder mit seinen Skills an, die ich euch erklären werde. Danach kommt der Skill-Build. Das heißt, wie könnt ihr ihn skillen? Denn da gibt es diesmal so ein, zwei verschiedene Art und Weisen, wie ihr ihn skillen könnt. Auf der Offlane spezifisch natürlich. Zum Schluss zeige ich euch dann einfach nur noch wieder den Item-Build, den ihr euch auf ihm zulegen könnt. Und zwar betrifft das dann wieder natürlich Early, Mid und das Late Game. Ihr seht jetzt hier nur Mid und Early und Mid Game, aber weil da war kein Platz mehr. Ja, wir machen einfach mal weiter. Wir fangen auch direkt mit den Skills an und kommen dabei standardsgemäß zum Q. Und zwar der Battery Assault. Hier verschießt er, ja, in der Beschreibung steht auf jeden Fall Hochleistungsschrapnelle. Und diese treffen vielmehr zufällige gegnerische Einheiten in der Nähe, verursachen ein bisschen Schaden. Aber das Eigentliche, was wichtig ist, ist, dass sie für kurze Zeit einen stunnen. Das heißt, sie unterbrechen Spells, die gechannelt werden müssen. Es unterbricht Teleports, es unterbricht einfach alles. Und diese Mini-Stunts führen einfach nur dazu, dass der Gegner sich absolut nicht wehren kann, solange er an Clockwork dran steht. Und dafür in einem Intervall von 0,7 Sekunden jedes Mal 80 Schaden noch zu bekommen, das ist schon recht nervig. Die Battery Assault an sich bleibt 10,5 Sekunden an Clockwork oder kommt aus Clockwork seinen Hintern raus. Das sieht auf jeden Fall immer so aus, dass du so piu, 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 als würde das alles aus seinem... Ist auch nicht so schlimm. Der Trefferradius beträgt 275 Einheiten. Das Mana skaliert mit dem Level weiter nach unten, beginnend bei 32, 28, 24 und auf ausgeskilltem Level dann 20 Sekunden. Das Mana jedoch bleibt konstant, immer bei 75, ist also auf jeden Fall legitim und ein schöner, kleiner, nervender, so, hey, ich bin eine Clockwork, ich gehe jetzt richtig auf den Sack, pass auf hier, ja, da hast du. Und sein W, die Powercocks, formen eine Barriere an dieser Position, wo Clockwork gerade steht. Und zwar kommt da so ein kleines Viereck aus Zahnrädern und jeder befindliche Creep und Enemy und auch freundliche Hero und alles, was sich in Clockwork seiner Nähe befindet, dann wird mit in diese Cocks eingesperrt. Und man braucht 3 Schläge, um diese Cocks zu zerstören, auf ausgeskillter Stufe wohl bemerkt. Ist aber in der Regel fast gar nicht machbar, denn in Kombination mit Battery Assault werden natürlich Auto-Attacks unterbrochen und das ist einfach da nicht machbar. Man muss dann einfach versuchen, gegen Clockwork, solange das Gefängnis auf ausgeskillter Stufe 8 Sekunden lang steht, muss man versuchen, gegen ihn zu kämpfen. Ja? Andernfalls hat man hat überhaupt so gar keine andere Wahl. So. Leute, die versuchen, außerhalb in dieses Gefängnis reinzukommen, werden auf ausgeskillter Stufe, wie wohl bemerkt wieder, mit der Berührung der Zahnräder ein bisschen zurückgestoßen und bekommen jedes Mal, bei jedem Versuch da reinzukommen, 200 Mana und 200 Schaden. Also das ist schon recht viel, auch gerade was den Mana-Burn angeht und gerade auch im Early Game sehr, sehr ärgerlich. Mit seiner E-Fähigkeit ist Clockwork dafür prädestiniert, ein bisschen zu scouten, denn er feuert da eine Rakete ab, die global einsetzbar ist. Das heißt, sie fliegt über die komplette Karte und an Ort und Stelle, wo sie dann letztendlich explodiert, verursacht sie auf ausgeskillten Level in einem Radius von 575 Einheiten 200 Schaden und deckt dieses Gebiet in einem Radius von 575 Einheiten für 10 Sekunden auf. Wir haben hier auch wieder eine levelskalierende Cooldown Reduction, welche 20, 18, 16 und auf ausgeskillten Level 14 Sekunden beträgt und das Mana ist wiederum konstant und liegt bei 50. Sehr schöne Skill zum Spotten, zum
tricky Last Hitten, es ist ein recht krasser Skillshot, ja, wenn ihr damit Leute wegholt, das ist dann halt schon richtig nice predicted und es ist auch so eigentlich ein sehr, sehr guter Schadensspell. Ja, die Ulti, der Hookshot, der Hookshot der Hookshots, die Hook der Hooks, also es ist wirklich eine der krassesten Hooks, funktioniert ähnlich wie die von Pudge, nur halt irgendwie genau andersrum. Und zwar bei Pudge ist es ja so, wenn er hookt, hookt er ein Ziel zu sich heran. Wenn aber Clockwork hookt, hookt er sich zu dem Ziel heran. Und die Reichweite des Hooks ist einfach abnormal. Es ist jetzt nicht gerade Global, aber es ist schon die Hälfte von Global. Naja gut, eigentlich nicht. Eigentlich ist es die Viertel von Global. Eigentlich ist es ein Sechstel von Global. Es ist nicht Global. So, aber dennoch mit auf Level 1 2000, dann 2500 und auf ausgeskillten Level 3000 Einheiten weit, ja, kann dieser kleine Roboter sich an dich heranhucken. Er kommt einfach aus dem Nichts, fügt dir noch durch die Hook 300 Schaden zu auf ausgeskillten Level natürlich wie immer und auf ausgeskillten Level natürlich wie immer. Die Betäubungsdauer beträgt dann auch noch 2 Sekunden. Das heißt, er stunt dich, kommt aus dem Nichts und fügt dir immensen Schaden zu. Das Problem hierbei ist natürlich, genauso wie bei Pudge, da wo der Haken das erste Ziel trifft, da wird er sich ranhucken. Ja, das heißt also Creeps, Neutrals, eigene Heroes natürlich, wenn die im Weg stehen, dann werden sie halt nicht gestunt, der Gegner bekommt dadurch keinen Schaden. Ja. Also es ist ein bisschen tricky, aber mit einer Reichweite von letztendlich 3000 Einheiten sollte es doch schon machbar sein, genau auf den Gegner zu hooken. Und es ist einfach in Kombination mit den Power Cocks und der Battery Assault bringt Clockwork einfach ein nervtötendes Kit mit sich, was ihn absolut dafür prädestiniert, einer der mitnervigsten Helden in Dota zu sein, meiner Meinung nach. Also der kann schon böse auf den Sack gehen, ja. Und gerade im Early und im Midgame ist eigentlich meiner Meinung nach die Hochzeit von Clockwork. Warum das so ist, das erkläre ich euch dann, wenn wir jetzt gleich zum Itembild kommen. Bevor wir aber zu Clockworks Itembild kommen, zeige ich euch erst noch einmal den Skillbild und ich habe hier für euch erstmal 2 verschiedene Skillbuilds vorbereitet. Und zwar dreht sich es sich darum, dass wir davon ausgehen, Clockwork wird auf der Offlane gespielt. Und dann gibt es Skillbild A, den würde ich jetzt einfach mal den Easy Farm nennen, in irgendeiner Art und Weise. Denn ihr skillt als erstes eure Battery Assault mit Level 2, dann 1 Punkt in die Power Cocks, ein Level 3 Punkt setzt ihr dann in die Rocket Flare mit Level 4 und Level 5, dann wieder die Battery Assault, Level 6 logischerweise dann die Ulti mit Level 7, skillt ihr die Battery Assault aus, mit Level 8 und 9 dann einen Punkt jeweils in die Rocket Flare, mit Level 10 dann ein Punkt in die Power Cocks, Level 11 dann wieder logischerweise die Ulti, mit Level 12 dann die Flare ausgeskillt, mit Level 13 und 14 die Power Cocks ausgeskillt, mit Level 15 ein Punkt in die Stats und Level 16 dann in die Hook den letzten und alle anderen verbleibenden Punkte dann logischerweise wieder in die Stats mit rein. Warum ist das jetzt so geskillt? Ich denke mal, wenn ihr oben Easy Farm habt, könnt ihr als erstes auf jeden Fall die Battery Assault ausskillen. Setzt nur einen Punkt in die Power Cocks am Anfang, um eben euch doch noch, wenn ihr mal escapen müsst, mit diesen Power Cocks eben zu safen und ein bestimmtes Gebiet bei Engpässen oder so abzuschirmen. Die Leute können da nicht durchkommen und somit könnt ihr dann halt auch entkommen. Und es ist dann halt die Battery Assault, der Damage ist zwar jetzt nicht so, aber man kann eben auch durch diese Mini-Stunts können die Leute auch nicht gescheit wegrennen, sie können nicht selbst gut escapen. Ihr könnt immer mal ein bisschen Right-Click auf den Gegner machen, denn Clockwork hat schon einen ganz guten Base-Damage. Und das ist so, falls ihr oben absolut jetzt nichts Brutales an Tryhards in irgendeiner Art und Weise haben solltet, könnt ihr ihn natürlich so skillen. Die andere Variation ist natürlich, dass ihr auf Level 1 erstmal einen Punkt in die Power Cocks setzt, denn ihr müsst aufpassen, was da oben ist. Denn wenn ihr jetzt gegen einen Hard Carry und 2 super krasse Supporter anstinken müsst, die super miteinander synergieren, dann habt ihr es schon persönlich sehr, sehr schwer da oben und ihr müsst gucken, dass ihr irgendwie an EP kommt. Das heißt, es ist gefährlich,
in EP-Range zu gehen, denn ihr könntet sofort attackiert werden. Deswegen ein Punkt in die Powercocks, um euch eben ein bisschen fernzuhalten oder um euch den Gegner fernhalten zu können, vielmehr gesagt. Damit Level 2, 3 und 4 dann jeweils ein Punkt in die Rocket Flare, damit ihr auch noch ein bisschen Last hitten könnt. Denn die Rocket macht ja dann schon enormen Schaden und für die Creeps sollte es auf jeden Fall erstmal reichen und ihr könnt damit den Gegnern noch harassen, denn der Cooldown ist ja dann auch schon ein bisschen weiter runtergesetzt und somit könnt ihr dann wenigstens ein bisschen an Geld kommen, falls ihr überhaupt keine Art, keine Chance habt, in die Nähe zu kommen, um irgendwie Geld, also es ist ja ein Nahkämpfer und er muss ja nah ran. Und falls das absolut nicht die Gegebenheit ist, müsst ihr ja eben gucken, dass ihr dann in EP-Range steht und halt eben mit der Rocket Flare euch ein paar Last-Hits holt. Mit Level 5 dann könnt ihr einen Punkt in die Battery Assault setzen. Mit Level 6, das bleibt natürlich Standard, ja, dass ihr mit Level 6 die Hook skillt. Mit Level 7 dann die Rocket Flare ausgeskillt. Dann mit 8, 9 und 10 die Battery Assault ausgeskillt. Level 11 dann wieder ein Punkt in die Ulti und dann 12, 13, 14 in die Battery Assault. Somit habt ihr alle Skills fast ausgeskillt, denn mit Level 15 logischerweise wieder ein Punkt in die Stats. Mit Level 16 die Ulti ausgeskillt und die restlichen Punkte wieder in die Stats. Also, Skillung A, die ihr gerade eben gesehen habt, ist eher so für die Leute, die mit Clockwork schon wissen, wie sie mit ihm umzugehen haben. Oder ihr habt keine krassen, schweren Gegner oben, ihr könnt mit denen wunderbar dealen, ja, also das ist so eher der Build, den ihr nehmt, wenn ihr ein bisschen offensiver agieren möchtet und dieser zweite Build, den ihr jetzt hier gerade vor euch habt, ist eher so der, wo ihr sagt, das ist mir hier alles nicht so geheuer, ich gehe mal lieber auf sicher und spiele ein bisschen defensiver und skille dementsprechend auch defensiver, denn hier oben stehen mir gerade drei Leute entgegen oder eben nur zwei und der Jungler kommt alle zwei Minuten vorbei, ja, und sagt, ja, hallo, ja, also zweiter Build ist auf jeden Fall ein bisschen defensiver und der erste Build ist meiner Meinung nach ein bisschen offensiver, das ist natürlich wieder kein Must-Have-Build, ja, den ihr absolut so machen müsst, wie er hier steht. Es ist ja natürlich auch immer ein bisschen situationsbedingt, wie ihr jetzt gerade skillt. Aber das ist so, im Normalfall würde ich das euch so empfehlen. Das müsst ihr nicht so machen, ihr könnt es so machen. Und ich mache das ja hier auch nur aus Spaß. Und das ist ja, ich mache das ja an Spaß, an der Freude. Ich will ja meine Erfahrungen mit euch teilen. Und hier könnt ihr gucken, ne? Also ihr könnt auch nochmal zurückspulen und euch nochmal Skillbild A anschauen. Und ansonsten gehen wir jetzt direkt mal weiter zum Itembild. Ja, und da sind wir auch schon fast wieder am Ende des Guides. Jetzt kommt zum Schluss einfach noch der Itembild, den ich euch vorschlage. Und wir beginnen hier mit standardsgemäß mit dem Early Game. Und zwar kauft ihr euch entweder wahlweise eine Salve oder eine Enchanted Mango. Ihr könnt natürlich auch noch den ganz alten Standard nehmen. Und zwar kauft ihr euch Tangos, eine Salve und eine Clarity. Wahlweise noch ein Ironwood Branch. Müsst ihr gucken, wie ihr vom Geld hinkommt. Aber das absolut essentielle Item, was ihr auf jeden Fall braucht, ist ein Stout Shield, denn die Blockchance ist ganz gut und Clockwork ist ja auch ein bisschen tanky und mit dem Stout Shield hat er noch ein bisschen Survivability auf der Offlane. Im späteren Spielverlauf des Early Games, immer noch, kauft ihr euch dann ein Magic Stick bzw. ein Magic Wand, falls die Gegner viele Spells benutzen in eurer Nähe, falls sie spammen. Somit kriegt ihr natürlich auch die Stick Charges, ein schweres Wort natürlich wieder mal. Ihr kauft euch natürlich noch die Boots of Speed, die Brown Boots. Ist ja logisch, muss ich eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Und ihr könnt euch wahlweise noch eine Bottle kaufen, um natürlich wieder ein bisschen mehr HP und Mana zu regenerieren. Könnt dann immer mal die Runenspots abklappern. Vielleicht könnt ihr dann noch mal in die Mitte ganken gehen. Man weiß es nicht. Im Midgame dann könnt ihr die Boots ausbauen. Und zwar gibt es dann da zwei verschiedene Variationen, welche ich im Late Game euch dann nochmal präsentieren werde. Wahlweise habe ich euch jetzt hier erstmal die Face Boots hingestellt, denn ein bisschen mehr Movement Speed zum Escapen oder halt auch ein bisschen zum Chasen, falls die Battery Assault an ist, ist natürlich absolut relevant und ist auf jeden Fall ganz coole Schuhe, die ihr euch auf jeden Fall kaufen könnt. Und sie sind nicht so teuer und sie lassen sich leicht zusammenbauen aus zwei Claws of Attack. Ja. Dann könnt ihr euch natürlich noch eine Blade Mail holen, weil dieser Damage Reduce, das ist einfach schon richtig gut. Ja, also
macht euch auch noch ein bisschen mehr Tanky, gibt euch ein bisschen Armor, ihr habt ein aktives Item, was ihr nutzen könnt, die Bottle bleibt bestehen und der Rest eigentlich auch. Also eigentlich ist es so, dass ihr im Midgame einfach nur die Boots ausbaut und euch eine Blade Mail holt. Ja, das sind so eure zwei wichtigsten Items, erst einmal im Midgame. Ja, was ist da jetzt los? Also beim Late Game, da sieht das schon wieder so aus. Hier 12 Slots habe ich ja gar nicht. Ist auch gar nicht so weit der tragisch, denn wenn ihr mal genau guckt, das sind eigentlich nur dieselben Items, nur auf anderen Slots teilweise, und zwei Items habe ich ausgetauscht. Und zwar habe ich euch gesagt, ihr kauft euch ja die Blade Mail und die Face Boots, das bleibt auch so bestehen, beziehungsweise die Blade Mail bleibt essentiell bestehen. Und ihr kauft euch ein Zepter. Das Zepter auf Aghanim, hier, Aghanims Zepter, ja. Das braucht ihr unbedingt, denn der Cooldown mit diesem Zepter wird runtergesetzt auf 12 Sekunden. Also euer Hookshot hat dann nur noch 12 Sekunden Abklingzeit. Und ihr könnt euch einfach nur, ihr fliegt über die ganze Map. Ja? Also Zepter absolut wichtig. Ihr könnt euch noch eine Pipe of Insight holen, die euch ein bisschen mehr Magieresistenz noch gibt. Auch ein aktiver Spell, der alle verbündeten Einheiten ebenfalls diese Magieresistenz gibt. Superwurf, ihr könnt euch noch Shivas Guard könnt ihr euch noch holen, ja, der die Gegner in der Nähe einfriert, beziehungsweise verlangsamt durch diese Slow-Aura, die er ausstreut durch dieses Shivas Guard. Und noch ein bisschen Schaden mit verursacht, wer von dieser Eiswelle getroffen wird. Die Bottle könnt ihr irgendwann dann mal wegschmeißen und im Late-Late-Game euch sogar noch ein Heart of Tarrasque holen, was euch super tanky und super viel HP bringt. Und statt den Face-Boots, ja, könnt ihr wahlweise auch euch Arcane-Boots holen, solltet ihr Mana-Probleme haben. Das war's schon mit dem kompletten Bild wieder. Ich bin schon wieder durch, Leute. Was ist denn hier los? Ja, schon wieder 20 Minuten oder sowas rum. Muss jetzt noch gucken, wie ich das schneide. Lieber Henry, ich hoffe, ich konnte dir deinen Wunsch erfüllen. Ich hoffe, es ist alles zu deiner Zufriedenheit. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dem Guide ein bisschen weiterhelfen, wenn du gern Clockwork spielst. Das ist so, würde ich es dir und natürlich auch allen anderen empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir ein schönes Kommentar mit dem nächsten Wunsch. Welchen Hero wollt ihr denn noch geguided bekommen haben, werden wurden Tat, und schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei, da gibt es noch mehr Guides und unter anderem auch noch Let's Plays und Previews und weiß der Geier nicht noch alles hier, ich viel Projekte mit dem Sweep zusammen, ja, bei dem könnt ihr auch mal auf seinem Kanal vorbeischauen, der ist so eher in der LOL-Sparte tätig, ja, wenn ihr auch noch LOL-Spieler seid, dann guckt doch einfach mal bei dem vorbei, der hat es auch ganz gut drauf. Ansonsten lasst mir doch einfach ein Abo da, wenn ihr kein Let's Play oder kein Guide mehr von mir verpassen wollt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann drückt doch einfach mal den Abo-Button. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und viel Spaß bei Dota 2.